viele Stefanie und heute habe ich mal ein Zooplus Unboxing für euch. Wie ihr seht, es sind zwei Pakete. Luna und Kira sind natürlich auch wieder mit dabei. Aber zuallererst möchte ich mich für die ganzen lieben Kommentare auf das letzte Video bedanken. Also nach so langer Zeit, was ich jetzt kein Video gedreht habe, hätte ich nicht gedacht, dass dann doch so viele Leute kommentieren und sich auch freuen, dass wieder ein Video kommt. Vielen, vielen Dank dafür, habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann außerdem möchte ich mich für über 320 Abonnenten bedanken. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so viele Abonnenten bekomme. Und selbst auch jetzt halt in der Zeit, wo ich keine Videos gedreht habe. Und ja, ich würde gerne ein Abo-Special machen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr gerne als Abo-Special habt. Also entweder eine Verlosung oder ein Fragen-Antworten-Video oder irgendwie sowas. Und daraus suche ich mir dann das raus, was am meisten gewünscht wird. Und das werde ich dann halt machen. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Unboxing. Luna blockiert hier schon wieder die Pakete. Und ich nehme jetzt erstmal ein Paket raus und bin gleich wieder da. So, das ist jetzt Paket 1 von 2. Das ist das Schwerere. Ich habe wieder für Kira Futter bestellt. In der Zeit, wo ich keine Videos gedreht habe, habe ich mit Kira das Futter von Max getestet. Kira, warte mal. So. Und zwar sind das diese Dosen hier. Also hier seht ihr Max. Und das ist jetzt die Geschmacksrichtung Lamm und Ente mit 70% Fleischanteil. Also ich bin mit dem Futter sehr, sehr zufrieden. Kira verträgt es super. Und ja, das sind jetzt 30 Dosen sind das jetzt, a 800 Gramm. Die Preise schreibe ich euch wie immer einfach hier unten rein. Und ja, also hier haben wir jetzt Lamm und Ente. Ich werde euch mal die Zusammensetzung zeigen. Und Kira schmeckt das sowieso alles an Futter. Und hier seht ihr das 800 Gramm. Und die Zusammensetzung seht ihr hier. So, könnt ihr gerne mal auf Stopp drücken und euch das durchlesen. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Futter. Ist natürlich getreidefrei. Und ja, also das ist Nummer 1. 6-mal Lamm und Ente. Dann haben wir hier... Wartet. So, entschuldigt fürs Wackeln. Dann haben wir hier Hühnchen und Cranberries. Ebenfalls wieder 800 Gramm. Und wieder die, wartet, hier, die Zusammensetzung. Könnt ihr euch hier wieder so durchlesen. So, dann als dritte Geschmacksrichtung. Haben wir hier Rind und Kürbis und hier ist wieder die Zusammensetzung. So, also Kira frisst das Futter wie gesagt sehr, sehr gern. Ich bin mit der Zusammensetzung sehr zufrieden und werde es wahrscheinlich auch jetzt immer wieder bestellen. Ich teste gerne mal mit Kira Futter und ja, also bei dem werden wir wohl jetzt bleiben. So, und dann haben wir hier nochmal als Nummer 4 Kopffleisch und Karotte. Wieder hier die Zusammensetzung. So, und ja, das war jetzt das erste Paket. Die anderen 6 Dosen sind dann im zweiten Paket. Und das hole ich jetzt. Bis gleich. So, das ist jetzt Paket Nummer 2. Was ich etwas blöd finde, hier hinten der Karton war total aufgerissen. Also ich hoffe, es ist nicht verloren gegangen. Wir schauen mal hier rein. Kira riecht schon wieder das, was für sie dabei ist. So, und hier haben wir dann die 5. Dosenpackung. Und das hat die Geschmacksrichtung Wild und Lamm.
So, und hier ist dann natürlich Gemüse und Pasta drin. Ist natürlich dann diesmal nicht, also ohne Getreide, mit Getreide, entschuldigt, weil da Nudeln drin sind. So ist die Zusammensetzung. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Futter trotzdem sehr, sehr zufrieden. Ist etwas teurer, aber ich gebe es Kira gerne. So. Jetzt kommen wir zu den ganzen Leckerlis. Und zwar, ich ziehe die Kiste mal hier zu mir. Kira, sitz. Und zwar haben wir hier einmal von Doc Snacker die Entenmägen. Das sind 200 Gramm. Wollte ich mal austesten. Sind sehr klein. Aber entschuldigt fürs Wackeln. Luna ist gerade hier am Stativ. Aber ja, mal sehen. Kira, werden sie bestimmt schmecken. Wir werden gleich mal probieren. So. Riechen tun sie jetzt nicht unangenehm. Halt. So sehen sie aus. Also, das sind Entenmägen. Und ja, schmecken sie natürlich. So, dann habe ich für Kira ebenfalls Rinderpansen grün bestellt, 500 Gramm. Den dürftet ihr eigentlich alle kennen, ist von Rocco. So sieht er aus, spiegelt jetzt etwas. Aber kennt jeder, stinkt sehr schön. Aber Kira gebe ich es gerne. So, dann habe ich für meine Kollegin ihren Hund, sie hat einen großen weißen Schäferhund. Vier Packungen von Wolf of Wilderness von dem Sunnyclade Kaninchenohren mit Fell bestellt. Gebe ich ja Kira auch sehr gern. Das sind jetzt halt vier solche Packungen. Die sind wie gesagt für meine Kollegin, die sind jetzt nicht für Kira. So sieht es aus. Ist nicht jedermanns Ding, aber ich sage jetzt mal, die Wölfe ernähren sich in der Natur natürlich auch von Tieren mit Fell und der Hund stammt nun mal vom Wolf ab. Und die Haare sind auch sehr gut zur Reinigung des Darms. Und ja, also wie gesagt, die sind für meine Kollegin, die sind jetzt nicht für mich. Dann habe ich noch für Kira ebenfalls von Doc Snacker Hühnerfüße bestellt. Das sind jetzt 50 Stück, 800 Gramm. So sehen die, so sehen die aus hier. Also es ist eine Leibspeise von Kira. Kira liebt Hühnerfüße. Gebe ich auch ebenfalls gleich mal eins. Ich habe so viele Leckerlis für Kira bestellt, da ich keine mehr da habe. So, und hier habt ihr sie. Also das sind die Hühnerfüße. Nein, warte. Das sind die Hühnerfüße hier. Warte. So, und wie ihr seht, Kira kann es eigentlich kaum erwarten. So, und ja. Na hier, nimm. So. Gut. Ach ja, und dann habe ich noch was für Kira. Und zwar ebenfalls von Doc Snacker Schweineohrmuscheln. Das sind jetzt 1 Kilo. Die sehen so aus. So könnt ihr sie vielleicht sehen. Wie gesagt, ich hatte ja für Kira keine Leckerlis mehr und musste mich jetzt erstmal wieder eindecken. Und ja, sind kleine Leckerlis. Kira ist immer so, sie schlingt die großen Leckerlis immer sehr hinter. Sie hatte gestern erst eine Rinderlefze bekommen und sie hat die so schnell hintergeschlungen. Und naja, danach hat es natürlich gewirkt. So, jetzt kommen wir zu den Leckerlis von Luna. Die macht hier neben mir schon wieder Blödsinn. So, und da habe ich das Probierpaket von Greenwoods bestellt. So sieht das aus. Das ist jetzt mit weißem Fisch für Adultkatzen 300 Gramm. So, und ich sehe gerade, das ist jetzt alles auf Englisch hier drauf. Luna klaut gerade hier das grüne Band von der Verpackung. Ich weiß gar nicht, wo steht denn jetzt hier die Zusammensetzung? Also hier steht alles auf Englisch drauf. Wartet mal. So könnt ihr es vielleicht lesen. Ja.
Oder wartet mal. Ah, nee, hier. Wartet, hier, ich hab's gefunden. So, könnt ihr die Zusammensetzung lesen. Ja, so. Mal schauen, ob es Luna frisst. Das ist jetzt für Hypoallergiker. Brauche ich eigentlich nicht, aber es war in dem Dreierpaket mit drin. Also erstmal das. Dann war noch mit Hühnchen drin. So, wieder 300 Gramm. Und hier habt ihr wieder die Zusammensetzung. Na, fokussiert. Jetzt, so, könnt ihr es euch durchlesen. Und dann mit Truthahn. Ebenfalls wieder 300 Gramm. Mal sehen, ob es Luna frisst. So. So sieht's aus. So. Und ja, mal zum Testen, ob es meine Diva mag. Also, wie gesagt, dreimal. So, und dann. Luna wird bestimmt gleich hier angerannt kommen. Gab es im Angebot die Cosma Snaggies, das ist ja Luna ihr Lieblingsfutter. Ja, sie guckt schon. Und das ist jetzt Duo 2 in 1, das ist jetzt mit Chicken und Shrimps. Also das ist jetzt eine ganz neue Sorte, selbst noch nie ausgetestet. Luna, der wird es bestimmt wieder schmecken. Die sitzt jetzt hier schon neben mir. Und da Kira testen darf, darf Luna natürlich auch testen. Hier habt ihr sie wieder. So sehen die aus. Na, komm mal hier. Komm mal hier. Guck mal. Oh. Komm hier. Luna. Na, komm hier. Na, komm. Na, komm. Luna, die kleine Diva, die lässt sich jetzt hier nicht runterlocken. Oh, entschuldigt. Das war jetzt. So. Guck mal hier. Hier. Nee, Luna will jetzt gerade nicht. Naja, gut, dann nicht. Ja, also wie gesagt, das sind die jetzt mit Shrimps. Und dann war noch einmal. Ach, noch einmal mit Chicken und Shrimps. Ich hätte gedacht, ich habe noch eine andere Sorte bestellt. Aber okay. Also, zweimal mit Chicken und Shrimps. So. Und dann noch zweimal die Zoolove Snackies, sag ich jetzt mal. Was sagt man, was ist denn heute los? Einmal mit 100% Fisch und einmal mit 100% Rind. Die sind eigentlich genauso gut wie die Cosma Snackies. Die sind halt dann von der Zooplus Marke. Die frisst Luna auch ebenfalls sehr, sehr gern. Hier habt ihr einmal 25 und einmal 30 Gramm. So sehen die aus, also die könnt ihr hier oben durchsehen. Luna traut sich nicht runter. Ich werde es gleich mal öffnen hier. Vielleicht könnt ihr das so, also hier seht ihr das so. Und das riecht extrem nach Fisch. So, und dann, weil es auch wieder im Angebot war, noch zweimal die Cosma Snaggies XXL mit Chicken wieder. Das sind dann halt größere Stückchen wie die anderen. Also, hier seht ihr, das sind dann solche richtig großen Stückchen. So. Nee, Kira, ist nichts für dich. So, das sind. Nimm mal deine Nase weg. Mama, sitz. Sitz. So, das sind dann halt solche richtig großen Stückchen. Hier kommt gerade Luna ihre Pfote ins Bild. Luna, hier. Guck mal. Ach, nee. So, ja. Das war's mit meiner Bestellung. Ich stelle euch jetzt nochmal alles richtig hin, damit ihr alles nochmal sehen könnt. So, und dann nochmal bis gleich. So, ich habe euch hier alles nochmal hingestellt. Kira hat es mir gerade wieder zunichte gemacht. Und die hat sich dann hier gleich davor gelegt. Das war meine ganze Bestellung. Wie gesagt, hinten, hier hinten, die Dosen für Kira, die ganzen Leckerlis. Luna ihr Trockenfutter, das Futter für meine Kollegin und dann die Cosma Snaggies für Luna. Und ja, es war mal wieder eine große Bestellung, es musste aber mal wieder sein. Wie gesagt, da ich für Kira keine Leckerlis mehr hatte und Luna ihre Lieblingsleckerlis nun auch wieder alle waren. Und
Denkt bitte dran, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne für ein Abo-Special haben möchtet. Und ich versuche weiterhin regelmäßig Videos zu machen, mindestens einmal in der Woche. Und ja, über mehr Abonnenten würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch noch. Tschüss!